Kriegsmusik für die Minion, den wird es heute an den Kragen gehen. Tara auch wieder zur Ascendancy. Und ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, werden wir heute versuchen, die Guten auszulöschen hier. Die guten Minionen, die noch über 8 Kolonien haben. Davon wahrscheinlich viele Kolonien, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also da müssen wir richtig aufräumen. Hier übrigens noch die Freedom. Da wollte ich ja noch einen Tag weitermachen. Und ja, die Freedom jetzt hier angekommen. Und ja, was für eine alte Technik ist hier noch drin? Plasmatrons, wo man nur hinschauen kann. Auch noch alte Energietechnik. Können wir hier erstmal hier den Hyper-Splice installieren. Dann werden wir auf jeden Fall mal hier den Überlaser mal 2 dran bauen. Vielleicht mal einen Notteleporter, falls wir zurück in unser Heimatsystem müssen. Bauen wir hier auf das Schild-Device drauf. Ein Karbonisierer muss noch sein. Die machen wir mal hier hin. Haben wir eigentlich immer noch eine Menge starke Waffen. Haben hier jetzt keine Invasionsmodule. Macht nichts. Überbauen wir einfach mal die Schildgeneratoren. Und die Freedom, die nennen wir mal, Freedom 2. Dass ich die auch wieder finde. Nee. Wollte ich eigentlich bei den anderen Schiffen auch machen, aber es hat nicht mehr ganz geklappt. Die Queen Anne ist auch da. Okay, schicken wir auch zu Algol. Ja, ist jetzt noch das eine Schiff hier bei Chloris. Die Freedom 2, da ist es schon wieder einsatzbereit. Orbit verlassen und damit quasi dieser Planet uneinnehmbar wird, werden wir jetzt erst nochmal hier noch ein paar Sachen errichten. Wissenschaftliche Zauberei haben wir erforscht. Das ist die Raumbombe. Sehr, sehr stark. Zeige ich euch dann gleich auch nochmal in der Übersetzung. So, hier Fergats letztes Theorem. Das nehmen wir auch unbedingt, weil ich nämlich weiß, was man dann danach erforschen kann. Haben wir denn mal hier gute Planeten noch? Oh ja, hier sind gute Planeten. 13 Tage, das reicht eigentlich, wenn wir dann nach Krell. Wir müssen nach Krell. Müssen wir erst hier die Blockade wieder lösen, die sich da installiert hat. Haben wir vielleicht hier einen Akkutron drauf? Ja. Da ist der Akkutron. Ich habe den jetzt extra mal aktiviert, dass ihr den mal seht. Das hat ja immens viel Energie gekostet. Okay. Und der Karbonisierer funktioniert wieder nicht. Ja, okay, ich habe auch noch die Schilde an. Aber ihr seht, der Überlaser hat immer noch nicht genug Reichweite. Habe ich eigentlich jetzt gedacht, dass das klappen müsste? Ja. Und für Leute, die Folgen vor ein paar Wochen noch ungefähr in den Köpfen haben, die wissen, der Überlaser hatte nicht so eine große Reichweite. So, die Black Pearl noch hinterher hier. Da ist das Schild auch noch aktiviert. Haben wir jetzt erstmal auch deaktiviert. Megaschild fertig. Dann bauen wir noch einen Kurzstreckenwopper drauf. Dass da wirklich überhaupt nichts mehr passiert. So, hier nach Krell. Und ich glaube, die Black Pearl hat auch noch die Schilde an. Genau, so ist es auch. Kurzstreckenwopper ist auch fertig. Okay, dann noch hier den Hydroponiker. Vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen mehr Bevölkerung hier drauf. Hier können wir eigentlich einen Metroplex bauen. Ist eigentlich egal. Genauso wie hier. Die Zeit des Bauens ist jetzt hier langsam vorbei im Spiel. Und hier machen sich ein paar Schiffe auf in mein System. Und da sollten wir vielleicht dann mal dafür sorgen, dass wir hier nicht zugrunde gehen. Indem wir einfach doch hier mal was hinbauen. Würde ich auch sagen, ein Kurzstreckenwopper ist mit Sicherheit nicht schlecht. Auch die anderen Systeme sehen gar nicht gut aus. Kann man alles einnehmen hier. Nicht ganz so ideal, was ich da gemacht habe.
Connor, 4 wissenschaftlicher Höhenflug. Okay, dann bauen wir hier auch nochmal ein orbitales Schild. Ja, zur Not müssen wir halt die anderen Planeten hier platt schießen. Grinza, genau da will ich hin. Mit der Queen N fliegen wir zu Grinza. Dann müsste hier noch ein Schiff angekommen sein. Jetzt ist die Black Pearl und auch die Flying Dutchman angekommen. Ich schaue nochmal gerade nach anderen Systemen, die wir hier auch noch sehen. Hier mal nach Vattenfax. Vattenfax ist hier. Kurzstreckenwopper ist auch durch, okay. So, hier jetzt ist ein Schild fertig. Dann bauen wir doch nochmal hier die orbitale Raketenstation. Klos 3. Ja, ist eigentlich egal. Jetzt zieht sich das Spiel so ein bisschen. Also ihr seht bestimmt, dass ich mir hier schon eine richtige Übermacht eigentlich angeeignet habe. Ich bin hier kaum mehr zu schlagen. Oh. Da bin ich doch in Reichweite geflogen hier. Wie viel hat er drauf? Eine Station und hier 2. Okay, dann fliegen wir doch nochmal ein Stück zurück. Und schießen mit dem Überlaser drauf. Geht leider nicht. Aktivieren wir mal den Akkutron. Und jetzt mit dem Überlaser. Ja, jetzt geht's. Hier schön drauf. Der Überlaser kann ja 2-mal schießen. Also insgesamt kann ich jetzt eigentlich 8-mal schießen. Ich habe ja noch hier das, wie heißt es doch gleich nochmal, das Nachladegerät-Modul dabei. Werde ich auch jetzt mal aktivieren. Aber ihr seht, dass ich nicht wirklich genug Energie habe. Und das Ladegerät ist auch gar nicht da. Habe ich gar nicht eingebaut. Okay, dann machen wir einfach so einen Tag weiter. Und jetzt sollte es aber auf jeden Fall gehen. Nochmal hier den Akkutron aktivieren. Und der Karbonisierer geht wohl nur gegen Schiffe. Nee, der geht jetzt auch wirklich hier gegen den Planeten. Und der wirklich sehr, sehr stark. Schießen wir nochmal drauf. Allerdings hält hier die... hält das Schild hier sehr gut stand. So. Da ist es runtergefahren. Das gleiche machen wir jetzt hier noch mit dem anderen Planeten. Und dann gehören uns die beiden. Wieder 2 Kolonien weniger für die Minion. Also insgeheim freue ich mich ja doch jetzt schon eher auf die etwas härtere Herausforderung. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht wirklich hier so super. Das muss man jetzt quasi runterspielen. Ich versuche trotzdem, dass es ein bisschen interessant bleibt halt, weil... ja. Soll ja auch Spaß machen beim Gucken, aber... ich merke schon, das zieht sich so richtig gleich. Ich gucke mir meine Videos eigentlich auch immer nochmal selbst an, um selbst zu entscheiden, würde ich denn sowas überhaupt schauen und... manchmal entscheide ich mich dann auch, naja, eigentlich nicht, weil es gerade so ein bisschen Leerlauf, aber ich denke mal, das ist eigentlich bei jedem dieser Videos oder jeder dieser Projekte manchmal so, dass dann einfach nicht so richtig vorangehen will. Also Projekte mit über 700 Folgen wie Minecraft, sowas mal, ganz ehrlich gesprochen, kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist einfach viel zu viel. Da sind wir ja schon fast auf Soap-Status. Um Gottes Willen, ich wollte jetzt Gronkhs Minecraft nicht als Soap hier beschreiben. Ja, vielleicht kann man das wirklich so deuten. Also aufgrund der Folgenlänge auf jeden Fall. Na, ich will doch hier nur einen Zug noch weitermachen. Jetzt genau das. So, Invasion eingenommen. 2 Krieger verloren. Da war offenbar Verteidigung. Und wo ist der andere Planet jetzt gewesen? Ah ne, da gab es ja hier nur einen.
Okay, und hier haben sie noch zwei, die guten. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. 81 Tage. Und hier Planet der Gaia-Klasse. Schön eigentlich. Da fliegen wir mal hin. Wie heißt denn das System? Synthos. Okay. Schlupp. Ne, wir wollen zu Synthos. Der ist hier unten. Ja, mit dem System können wir jetzt eigentlich auch nicht viel machen. Machen wir einfach mal hier auch den wissenschaftlichen Höhenflug an. Und erfreuen uns an, ja, ein paar Wissenschaftspunkten mehr. Hier oben habe ich eigentlich mit meinen restlichen beiden Schiffen nichts gemacht. Das liegt daran, dass ich gerade überhaupt nicht weiß, wo ich mit denen hinfliegen soll. Wo sind denn noch die Minionen? Hier hinten. Ist der wenigstens... Ne, der ist auch nicht voll. Da hat er auch schon Verteidigung drauf gebaut. Und da ist hier die Voyager drauf. Okay. Kann ich momentan eigentlich nicht viel machen. Aber so ein bisschen abzuwarten. Und die anderen Spieler haben ja auch nicht so richtig viel mehr was entgegenzusetzen. Also das Spiel ist auf jeden Fall bald vorbei, Leute. Kann man wirklich so sagen. Ich könnte eigentlich jetzt hier schon den Krieg mal mit dem nächsten Volk eingehen, damit es vielleicht ein bisschen interessanter wird. Hier die... Was kann man denn da mal kurz auslöschen? Hier die... Na, wir machen mal Folgendes. Ich habe ja hier bei manchen Schiffen diesen Notteleport installiert. Den werden wir jetzt mal benutzen, dass wir den auch mal im Einsatz gesehen haben. Gut, dass er hier jetzt gerade wieder nicht drauf ist. Hoffe ich natürlich jetzt hier bei dem anderen Schiff. Notteleport, wo ist er denn? Ist auch nicht drauf. Denn hier habe ich, glaube ich, vergessen, in letzter Zeit mal drauf zu schießen. Carbonisierer. Hat aber auf jeden Fall die beste Animation der Carbonisierer, finde ich. Ah, hier ist der Notteleport übrigens, auf dem Schiff. Immer noch zwei. Kann sein, dass da Carbonisierer gegen Planetenstrukturen, also beziehungsweise hier Schild und so weiter, nicht ganz so gut ist. Irgendwie macht er da kaum Schaden, aber eigentlich die beste Waffe im Spiel gegen Schiffe. Hat auch ein bisschen was mit der Reichweite zu tun, hab ich mir mal sagen lassen in einem Tutorial, dass quasi die Reichweite stimmen muss. Wenn ihr da Ahnung habt, sagt doch mal, wie weit man da ungefähr davon entfernt sein muss. So, jetzt machen wir hier die Schilde an und fliegen die zwei Planeten einsammeln. So, das hat schon mal komplett geklappt hier mit einem Zug. Invasion, zwei Krieger verloren. Orbit verlassen, okay. Und genau, wieder zum gleichen. So war es nicht gedacht. Zum anderen und den auch einnehmen. Zwei Krieger verloren. Passt. Passt, passt, passt. Und hier wissenschaftlicher Höhenflug. Und das gleiche machen wir auch. Die Planeten relativ sicher, da kommt der Minione eigentlich nicht mehr so schnell dran. Und wir machen Orbit verlassen und testen das jetzt mal mit dem Notteleport. Ich drück mal hier drauf auf, wo ist es? Der Notteleport hier. Das Schiff ist weg und es ist wieder hier in unserer Heimatwelt. Finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Feature, muss ich sagen. Kann man also ganz schnell Längen von Sternsystem überwinden. Tonsberg. Da fliegen wir jetzt auch nochmal hin. Mittlerweile werden hier die orbitalen Schilde fertig. Bei meinem System hier unten. Die Orpha. Die wollen hier wieder was austauschen. Nee. Den gebe ich nix. Freedom 2 hat Synthos erreicht. Ah, genau, das ist hier unten. Und da sind auch wieder zwei Planeten. Dann machen wir hier mal unsere beiden Schilde an und fliegen da einfach mal hin. Auch wenn wir da zwei, drei Hits bekommen. Ist egal. Oder auch keinen. Liegt vielleicht daran, dass hier gar nichts drauf ist. Invasion, das ist ein schöner Planet eigentlich. Hier ein schöner Planet, ein kleiner Planet der Gaia-Klasse. Nee, beziehungsweise war doch der hier auch.
Der auch. Und der auch. Oh, das ist ja eigentlich gut. Wirklich interessant, dass die nicht stark bevölkert sind eigentlich. Tonsberg, jetzt komme ich gerade durcheinander. Wo waren wir denn jetzt gerade hier? Der gehört mir schon. Dann gehört mir der nicht, oder? Die gehören mir beide schon? Nee, der gehört mir gar nicht. Aber wir haben kein Invasionsmodul mehr. Okay. Da müssen wir jetzt mal irgendwie dafür sorgen, dass wir mit einer Industrie von 7 pro Tag hier was bauen können. Na, das wird wieder ewig dauern. Er baut hier eine Megafabrik drauf. Ja, das kann wieder dauern. Das kann dauern, Leute. Und was dauern kann, wisst ihr ja, nämlich Ascendancy. Deswegen machen wir an der Stelle mal Schluss und machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao.